Niemals soll unschuldig Blut vergossen werden. Doch das Blut der Gottlosen soll fließen in Strömen. Die drei sollen ihre schwarzen Flügel spreizen und werden der Hammer sein, der Rache Gottes. Wir haben nicht viel Zeit, hört unsere Worte. Nichts zu fürchten haben die Armen und die Hungrigen. Nichts zu fürchten die Schwachen und Kranken. Nur die Korrupten werden dran glauben. Es sind die ohne Gewissen, die von uns aufgesucht werden. Wir leben nur für ein Ziel, sie zur Strecke zu bringen. Jeden Tag vergießen wir weiterhin ihr Blut, so lange bis es vom Himmel herunterregnet. Du sollst nicht töten, du sollst nicht vergewaltigen, du sollst nicht stehlen. Das sind Grundsätze, nach denen jeder Mensch jeden Glaubens leben sollte. Dies sind keine Regeln der Höflichkeit, das sind die Grundsätze des Lebens. Und es werden die teuer dafür bezahlen, die diese ignorieren. Es gibt verschiedene Stufen des Bösen. Ihr, die ihr noch nicht in diesem Sumpf steckt, überlegt euch wohl, ob ihr noch tiefer in diesen Wald des Verderbens schreiten wollt. Denn dort kreuzt ihr unseren Weg. Und wenn ihr das tut, werdet ihr euch eines Tages umdrehen und wir stehen hinter euch. Und seid euch gewiss, ihr würdet schrecklich büßen. Denn an diesem Tag schicken wir euch zu Gott, welchem auch immer. Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater, dir. Deine Macht reichst du uns durch deine Hand. Diese verbindet uns wie ein heiliges Band. Wir waten durch ein Meer von Blut. Gib uns dafür Kraft und Mut. In nomine Patris. Et Filii. Et Spiritu Sancti.